Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen hier am Stammtisch vom Megaprojekt. Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Tag, denn wir haben nicht nur einen neuen Teilnehmer, sondern gleich vier. Den Venicraft, Hallo. den Moja Minecrafter, Hallo. den Riola HD Hallo. und den Felix Hardy, aka Rotpilz. Hallo. Und ja, wir sind hier gerade in der großen Versammlung, weil sowas hatten wir noch nie, dass wir so viele Leute auf einmal. Ja, okay. Und den tötet direkt jemand und haut ab. Gut, den. Okay. Ja. Ja, kurze Einweihung, warum das jetzt passiert ist. Denas Grundstück wurde verwüstet von Rewind Me und Cloak & Gerade Sams. was gerade verwüstet wird. Und jetzt wird wahrscheinlich Dena. Okay, das ist ein perfekter Start. Ich würde sagen, Leute, ich erkläre euch mal weiter. Wir gehen einfach los. Kommt hier mit. Alle haben schon ein Grundstück zugewiesen bekommen. Und wir gehen jetzt einfach am besten alle ganz schnell. Och, Gomme, ernsthaft? Ich hab dich eingesteckt. Doch, Hinter du bist dir, der Simon. einzige Achtung, Feuerstab. Ich hab in die Du Luft bist der einzige gesprüht. Feuerstab. Verschwinde. Ich hab in die Luft gesprüht, Mann, wenn du da reinläufst. Dena, komm Okay. schon jetzt. Ich Dena, beeil komm, dich. um Wir, mich zu schlagen. Leute, okay, hört zu. Es Dena! ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber es liegt daran, dass Dena und Broken Sams und Revi gerade im Krieg sind, während wir hier gerade aufnehmen. Ich zeige euch jetzt einfach mal einen kurzen Stadtrundlauf und dann zeigt ihr eure Grundstücke. Okay. Am besten, wir gehen alle zu Broken Sams zuerst. Kommt mal mit. Kommt mal mit, kommt mal mit. Was geht da an? Hier lang, hier lang, hier lang. Ja. Bei mir ist irgendwas gecrashed. Was? Das war's mit der Quantumrüstung. Okay. Kommt mal hier an der Seite vorbei, an der Seite vorbei. Rechts alles an ist weg. Ja. Alles zu. Okay. Was habt ihr denn gemacht? Wie bekommen wir jetzt das Loch zu? Alles ist weg. Dena, meine ganzen Sachen sind weg. Simon, mach deine Was Portal Gun. Machen wir jetzt, Mann? Das Loch ist kaputt. Ja. Ich mach's. Soll ich das Loch wegmachen? Ich kann's nicht wegmachen. So, Loch ist weg. Loch ist weg. Ich hab's weggemacht. Boah, Dena, du bist so eine linke Sau. Ich hab alles verloren wegen dir. Alles. Meine Kiste ist komplett weg. Oh, lol. Okay. Materialien. Also hier fangen wir an, das ist das Grundstück von Rewind Me AP. Beziehungsweise das Grundstück von mir. Das war's, Grundstück von Rewind Me AP. Ich hab dann was von dir. Was habt ihr getan? Bei mir ist alles abgekackt. Okay, ich glaube, der liebe Felix hat gerade ein Problem mit seiner Aufnahme. Ich bring dich um, du. Ja, bring mich um. Hausverbot! YOLO! Dena, bist du auch gerade gestorben bei der Aktion? Ja, ist er. Ja, er wurde aufgelutscht. Dena, du bist auch gestorben? Ja. Du hast deine Quantumrüstung gegen ein Dirthaus getauscht? Ja. Lol, bist du schlecht. Das war echt Dena-Style. Ah, Revi, schaffst nicht mal mich zu killen, sondern Zombie. Oh, alles ist weg, meine ganze Kiste mit allen Materialien. Lol. Und ey, und Dena, du hast jetzt echt, du hast echt das Dirthaus, du hast das Dirthaus jetzt kaputt gemacht, aber hast das Haus von Broken Sams nicht mehr angerührt? Kann ich auch was haben? Obwohl, ja, hinter dir, haben hinter die dir. Ganzen Materialien gestellt haben. Ich hab noch einen Asse, das spiele ich in der nächsten Folge aus und ich mach hier auch mal kurz. Ich hab meine Lampe schon noch reinbekommen. Mach's gut, ciao! Okay. Oh, Dena, ich hasse dich. Es geht los, es geht gleich weiter, aber Dena, ich hasse dich. Ich trinke kurz was. Bisschen chillen, würde ich mal sagen. Ich mach mal halt hier. Deine Fresse, Dena, ohne bisschen chillen. Mal okay. Simon, darf ich Sachen behalten? Ja, alles, was ihr jetzt im Spiel bekommt, dürft ihr behalten. Das ist. Revi, chill, Revi, chill! Alles, was am Spiel aufgehoben wurde, darfst du nicht behalten. Das ist Diebstahl. Nee, gut. Okay, dann alle neuen Teilnehmer, kommt mal bitte jetzt vor Revis Grundstück, dann zeige ich euch weiter. Oh nein, also, das ist nicht fair. Nee. Ja, Revi, darf ich deine Tür haben? Ich helfe dir ein bisschen, aber nur, wenn du unter der Vereinbarung, dass du bei mir nichts kaputt machst. Dann ich mach nichts mehr kaputt, Dena, ich habe so viel verloren. Okay, das Problem ist, Revi und Dena, ich werde euch jetzt mal... Ich hatte Revi, wenn ich das kurz sagen darf, ich hatte Revi Sachen geschenkt, als er neu war, und zwar richtig wertvolle Sachen. Ja. Und dann dankt er mir das so. Das heißt, jetzt habe ich ihm eine Lektion erteilt, aber ich bin ja nicht komplett böse gegen ihn. Stimmt, ich weiß. Ich habe ihm eine Lektion erteilt, aber er hat die komplette Quantumrüstung verloren. Aber er kann sich ja noch bessern. Und deswegen, Revi, ich helfe dir ein bisschen beim Aufbau, ich habe ein paar Sachen gesponsert, aber Danke, pass Gomme. Auf. Du solltest nie wieder etwas bei mir kaputt machen. Das ist doch nicht fair. Dena, hast du deine Sachen ausgezogen in der Luft? Na, sind die auf den Boden geflogen? Komm mal, was machst du? Nee. Wenn du sie nicht ausgezogen hast, nicht. Ich hab sie nicht ausgezogen. Also, du hättest ja gar nicht sterben dürfen mit der Quantumrüstung. Doch, der Mond tötet alles. Ich hab ein halbes Herz bekommen beim ersten Mal eins. Der Mond tötet alles. Nee, du, also ich bin auch schon in den Mund gegangen. Ja, wenn du eine volle hast, dann nicht. Mein ganzer Zinn ist weg, da weißt du, dass ich alles für Zinn gefunden hab. Nee, hat er eigentlich alles an. Also eine kurze Sache. Es ist alles schön und gut und auch spaßig. Ey, hört mal zu kurz. Hört mal kurz zu, sonst würde ich den TS so moven, dass es nicht mehr so ein Durcheinander ist. Es ist jetzt schön und gut, dass wir jetzt hier so Spaß haben und dass hier alles so viel passiert. Das ist natürlich auch spannend, aber... Es ist jetzt gerade für die vier Leute das erste Video und es wäre ganz gut, wenn wir jetzt mal eine anständige Rundführung machen. Also, bitte einmal bitte nur zuhören und mitkommen. Das hier ist das Grundstück von Revi und hier wurde gerade ein Attentat verübt. Hier sehen Sie zu unserer, Linken, sehen Sie das Grundstück von Broken Sams TV. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter zurück.
Dann kommen wir rechts an Gommes Grundstück vorbei. Mhm. Und links schwer. An dem Grundstück von SipsLP. Sibi. Hier zur Linken sehen wir noch das Grundstück von Let's Game Your Play. Fuck, das ist doch alles für ein Arsch hier. Dort vorne ist das Grundstück von Gomme, von Zeronic, was unterirdisch geführt ist. Ja, dann haben wir hier die Vena Dilla, die Dena Villa. dann können wir hier über den Wasserweg in die Stadtmitte geraten. Hier befindet sich das kleine Gefängnis, was vielleicht aufgrund der Teilnehmerzahl jetzt noch ein bisschen vergrößert werden muss. Vor allem gerade, weil im Angesicht dessen, was gerade passiert ist. Ja. Also ich muss nicht ins Gefängnis, so viel sollte fest. Kommt nochmal hier an Denas Grundstück vorbei. Kommt nochmal hier an Denas Grundstück vorbei hier lang. Dena, was? So. Also ich habe ja nichts gemacht. Ach so, hier ist mein Baumhaus. Hier links ist kommt das neue Grundstück unserer Teilnehmer hin. Das ist nämlich das Grundstück von Rotpilz. Ja, hier war vorher ein Dschungel, der ist gerodet worden. Dann. Boah, wir langsam ohne Quantumrüstung. Gehen wir wieder hier. Ah. Ja, Dena, du hast direkt Rüstung. Full dir. Guck mal, Simon, ich bin jetzt Retro. Guck mal, was ich anhabe. Ein Arschloch. Ja, cool, bist du cool. Ich hab jetzt wieder Diamantrüstung, voll Vintage. Ah, cool, Diamantrüstung. Dann kann ich dir ja ordentlich. Ja, Vintage, ne? Dann kann ich dir ordentlich eine. Auf Stadtgebiet darfst du niemanden töten. Raten. Nee, töte mich mal, Simon. So. Töte mich. Dann haben wir hier. Gehen wir erstmal hier lang. Dann haben wir hier das Grundstück von LP mit Kev. Mit dem Scheiße, großen Wasserwerk. So eine Scheiße. Geh mal erstmal wieder aus dem Leichtum raus, das ist gleich. Ja, bis später. Ciao. Ich glaube, das ist auch einfacher zum Reden dann. Dena? Dann haben wir hier das Grundstück von Supreme, der ist gerade in Kanada seit einigen Monaten. Der ist ja gerade auf Urlaubsreise. Hier ist das Grundstück von DB2IP. Und direkt dahinter liegt noch das letzte Grundstück von Skate, 702. Da ist jetzt noch nichts Besonderes zu sehen, weil draußen noch nicht so viel gebaut wurde. Das kann man sich von hier aus noch aus der Ferne angucken. Da gibt es noch nicht so Bäume. Dann kommen wir eigentlich schon fast zu euren Grundstücken, weil die meisten Leute von den neuen Teilnehmern haben ihr Grundstück hier beim Grundstück von MC Expert und Spark. Da gehen wir nämlich gerade hin. Denn der Wartet Weg auf hier, mich. Wir warten. Der Weg hier nach oben führt rechts zum Grundstück von Spark auf dem Hügel und links zum Grundstück von MC Expert, was noch ziemlich kahl und leer ist. Ob es sich ändert, man weiß es nicht. Komm mal, töte mich. Wenn man hier links neben das Grundstück von MC Expert kommt, dann geht, dann kommt man zu zwei Grundstücken unserer neuen Teilnehmer. Nämlich. Moment, ich bin noch nicht da. Zacki, zacki. Wir machen hier eine knackige Rundführung, damit ihr auch noch von der Folge genug habt. Genau. So, okay. So. Oh, da fliegt was. Das ist passiert. Das ist dem Gomme aus der Hose gekrochen. So. Stimmt. Wo du recht hast, hast du recht. Dann haben wir hier das Grundstück von Riole. Ja, meins, hallo. YouTube.com Riole. Mhm. Oder Riol. Entschuldigung. So, dann geht's hier direkt weiter zum Grundstück von Mojang Minecrafter, beziehungsweise Einsamer Tod. Ja. Ja, hier. Hat jemand und, Essen? Ja, ich habe Essen. Komm her. So. Und dann haben wir hier, ich habe nur einen Steak gehabt. Und wenn man hier lang kommt, dann kommt man zum letzten Grundstück unserer neuen, nämlich von Venicraft auf dem Hügel. Ich hasse mein Leben gerade, ich hasse es einfach hier zu spielen. Hier ist das Grundstück von Venicraft. Komm, ich hab's dir gesagt. Ja, du hast es mir gesagt. Das war ein Kurzüberblick aller Grundstücke. Ich würde sagen, ihr könnt jetzt, wenn ihr mögt, gerne auf euer Grundstück gehen und direkt loslegen. Falls irgendwas ist, wenn, also ich kann euch anbieten, jetzt, wir sind gerade auf meinem TS, ich kann euch anbieten, ihr geht einfach, ihr könnt ja gar nicht selber Channel moven, sonst hätte ich gesagt, wenn, falls ihr irgendwas braucht oder noch mal Fragen habt, könnt ihr wieder rein und rauskommen. Aber ich würde sagen, dann schreibt einfach in den Chat. Und dann, falls irgendwas ist, also, Tim, so ein bisschen Redstone? Tim, hast du mal ein bisschen Redstone für uns? Hab ich schon. Tim, hast du Tim, ein bisschen Juju-Meter für mich? Diamanten. Tim, hast du mal ein bisschen, Ejakulat? Ja, das war so die, das war so die kleine Rundführung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde jetzt auch mich in mein Haus zurückziehen und meine Folge aufnehmen. Es sind jetzt schon ungefähr so 9 Minuten gewesen. Es war ein bisschen chaotisch wegen Dena und Revi, aber ich glaube auch ein bisschen lustig. Ja, ich sag auch Tschüsschen zu euch und ich bin dann hier noch unterwegs. Ich sag auch mal, ja, dann viel Spaß in eurer ersten Folge. Gleich, okay? Ja, sonst gehen wir einfach runter. Ich hab euch schon. Ihr könnt auch gerne dann auch die erste Folge. Echt? Dankeschön. Ja. Alles klar. Kann mal jemand Gomme mit mir move in den Tattel? Ja, oder? Mach ich. Bis gleich. Tschö. Tim, in welche Kiste? Auf dem Grundstück. Direkt. Oh, du bist ja nie. So, ich geh auch mal in ein bisschen weiter weg. Kannst du mich auch rausmoven, Simon? Ja, in irgendeinen Einzelchannel? In irgendeinen, ja. You were moved. So, jetzt sind wir auch alleine. Und ja, ich bin im Megaprojekt, endlich. Na, was heißt endlich?
Die Sache war halt die, ich war zuerst im Ultra-Projekt, aber ich habe mich da dann gegen entschieden, wegen den Regeln und so weiter. Das hat mich Jerikas angeschrieben, ist egal, ich ignoriere das gerade mal, weil ich hier aufnehmen will. Ja, was gibt's denn noch zu sagen? Oha. Schmutzige Geschäfte da. Okay, ich baue jetzt erstmal hier ein bisschen was ab. Ich werde dann auch gleich Mining gehen, denke ich, und eine ziemlich lange Mining-Folge machen. Und wo ich jetzt gerade war, Simon, also Revi hat mich fürs Megaprojekt vorgeschlagen und Simon hat das eine gute Idee gefunden. Ich habe mit Simon in den Streams schon öfter was gemacht und bei CSGO und da hat er dann gesagt, ja komm, wischst dich ins Megaprojekt. Und das hat dann einfach so geklappt. Ja, bin ich auch froh drüber. Ich habe echt Bock da drauf. Und es macht auch eine Menge Spaß, wie man gerade schon am Anfang mitbekommen hat. Und ich habe mir direkt eine Dierhose gesnackt von Revi, aber das wird dem eh nicht auffallen. Der hat das eh nicht gemerkt. Oh Mann. Ja, also habe ich schon mal ein bisschen was. Ich werde mir dann auch gleich noch ein Feld anlegen und dann gehe ich direkt schon meinen, glaube ich. So. Da habe ich übrigens so einen Magiebaum. Der wird dann erstmal wachsen auch. Muss der auf jeden Fall mal. Ich nehme hier erstmal den Apfel auch noch. Mal noch ein Sapling. Dann pflanze ich da kurz noch nach. Ich habe übrigens gerade einen Steve-Skin. Ich weiß nicht wieso. Ist auf jeden Fall ziemlich häselig, der Steve-Skin. So, das wächst dann hier jetzt erstmal. Tim gammelt da hinten noch irgendwo rum. Ein Redstone hat er mir gegeben. Eigentlich ganz cool. Nur, das brauche ich für die Mining Turtle dann später. Ah, hier kann man ja nicht schnell craften, stimmt. So. Dann machen wir uns erstmal hier eine Workbench direkt hin und eine Spitzhacke. Dann kann ich mir mal Stein holen. Machen wir am besten hier irgendwo. Gehen wir einfach hier runter. Aber eine Treppe wäre schon gut. So. What the fuck? Niemand hat sich um sein Grundstück gekümmert. Man muss sich alle Sachen snacken, solange es geht. Schade. Oh, da haben wir direkt Kupfer. Das baue ich dann auch gleich ab. Ich glaube, der Stein reicht erstmal. So. Da haben wir noch einen Apfel, auch gut. So, dann machen wir uns erstmal eine Steinpickaxe und holen uns direkt das Kupfer da unten. So, das ist hier. Guter Start schon mal mit dem Kopper. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, zu meinem Upload-Plan oder wie auch immer, ich werde jeden Tag eine Folge bringen. Ich kann aber nicht versprechen, dass die immer gleich lang wird. Die Farm-Folgen werden etwas länger sein. Das kann ich euch schon mal versprechen. Aber beim Rest weiß ich noch nicht, wie lang das so sein wird. So. Jetzt bin ich alles ausgehöhlt. Ich gehe jetzt, glaube ich, eben noch ein Feld machen. Nur die Sache ist, ich bräuchte Wasser, das heißt, ich brauche einen Eimer, das heißt, ich brauche Eisen. Dann muss ich erstmal was holen gehen, okay. Ich kann das aber trotzdem schon mal anpflanzen, das funktioniert ja im Prinzip trotzdem. Na komm her, so. Na, ich brauche ja nur eine hoch. So, machen wir die mal dahin. Und dann pflanzen wir hier kurz an. Ich gehe nur schnell zurück, ich muss einfach nur schnell anpflanzen, dann wächst es ja trotzdem. So. Und alles angepflanzt. Die Melone mache ich noch, die kommt dann dahin. Perfekt. Das muss jetzt alles wachsen. Jetzt habe ich zwar nichts mehr zu essen, aber ich habe noch die Äpfel, das ist auch in Ordnung. Und ich brate mir noch eben das eine Hühnchen da, was ich bei Revi geklaut habe. So. Ja, das wollte ich machen. Bisschen was davon rein und dann essen wir schnell den Apfel. Und pack mal den ganzen restlichen Crap hier rein. Das brauche ich ja gerade nicht. Spitzhacke machen wir dahin, Apfel dahin. So. Das Holz da rein. Gut, dann, dann gehe ich jetzt farmen, würde ich sagen. Ich nehme mir einfach ein bisschen Holz mit. Mehr brauche ich erstmal eh nicht. Ist nur die Frage, wo laufe ich hin? Es wird auch schon Nacht, das heißt, ich muss mich auch beeilen. Dann laufe ich einfach mal in die Richtung hier. Und schaue, ob ich da hinten irgendwo runter kann und dann farmen kann. Sollte ja hinhauen eigentlich. So wie es geplant ist. Ich kann auch eben gucken, was Jerikas mir in TS geschrieben hat. Er hat nur gefragt, ja okay, nein, das geht jetzt nicht, weil ich bin gerade in der Aufnahme. So läuft das hier nicht. Hinter mir... Creeper und Skelett, okay. Fällt denn gerade der andere? Nee. Da haben wir ein Dorf. Will ich da schnell hingehen? Und ein Hexenhaus.
Ach cool. Kann ich mir einen Flower Pot nehmen und dann einen Pilz bei mir aufstellen? Oder bei Felix? Der macht die hier als Rotpilz mit, das ist der neue Hauptkanal. Finde ich eigentlich auch cool, dass der das gemacht hat. Hätte ich nicht gemacht, wenn ich Rotpilz wäre. Da wäre mir wenig Craft zu schade. So, Schwein. Ja. Oh, ist ja sogar One-Hits. Das ist natürlich cool. So, ich laufe aber noch ein bisschen weiter, weil hier werde ich, glaube ich, noch nicht viel finden. Ich weiß nicht, wir haben den More Ruins Mod hier drauf. Und was ist das? Ah, das ist auch so eine Ruine, ne? Ich weiß nicht, ob es hier was gibt, aber ich glaube mal nicht, so wie das aussieht. Hier haben die Skelette noch kein Aimbot in der 147. Das ist ganz praktisch. So, dann stirbst du noch. Hey, ah, wake up! Noch unser erstes Level. Wie sie mich anstupsen. Ich nehme mich einfach um. So. Stop it. Ich bin im Hunger Games Mode, ich will die Pilze alle haben. Aber damit kann ich gar nichts anfangen. Oh, hier haben wir Rubber. Rubberwood. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Ich hätte mir eine Axt machen können, aber der geht eh schnell kaputt. Der geht richtig schnell kaputt. Also passt das eigentlich. Mal schauen, kriegen wir schon Sticky Resin? Ja, haben wir schon was. Sehr gut. Dann baue ich den da drüben auch noch ab. Währenddessen sollte das hier runter decayen. Dann dürfte ich auch Saplings haben. Kann ich das bei mir gleich anbauen dann? Das ist ja ganz praktisch. So, noch ein Sticky Resin. Sehr gut. Dann kill ich noch eben die zwei Schweine, die ich da gesehen habe. Und dann kann ich mir eigentlich wieder in den Ofen machen. Denn ich brauche was zu futtern. Ich hatte zwar schon was von Simon, aber wir haben uns dann alle gekillt, nachdem wir die Grundstücke aufgesetzt haben. Weil wir wollten nicht, dass irgendwer einen Vorteil hat. So, jetzt habe ich da auch schon einen Zeppling. Perfekt. Den stelle ich dann aber noch sicher, bevor ich noch... Oder tue ich das? Ich weiß es nicht. Der Creeper kommt nicht, okay. So, dann haben wir schon mal Futter, und zwar genug auch mal, das erste. Kann ich eigentlich mal gucken, ob es hier was drin gibt? Ich weiß es nicht. Sieht eigentlich nicht so aus, ne? Sieht wirklich nicht so aus. Na gut, ja, ich würde sagen, da vorne in dem Waldbiom kann ich eigentlich schon runtergehen irgendwo. Das dürfte eigentlich hinhauen. Ohne dass ich da jetzt irgendwo hingehe, wo schon viele gefarmt haben, nehme ich mal an. Ich muss logischerweise schon ziemlich weit weg, aber ich denke, das reicht eigentlich auch schon für diesen paar Grundressourcen, bis ich mir eine Turtle machen kann und alles. Dürfte eigentlich passen. So, ist hier noch ein Sapling runtergekommen? Hier war der. Nope, aber da drüben haben wir drei Stück sogar. Sehr gut. Dann haben wir auch schon mal ein bisschen was an Rubberwood als Vorsorge. Ich laufe jetzt übrigens gerade nicht, damit ich nicht so schnell verbrauche, weil ich möchte mich ja gleich noch runterbauen und dann dort einen Ofen machen, weil alles andere wäre jetzt ein bisschen verschwendet. So. Du stirbst. Oh, da haben wir noch ein paar viele Schweine, das finde ich gut. Voll Sief. Sief, Digga, Sief. Oh, ein Thaddeus. Und da haben wir schon die erste Minium-Sterbe. Sexy. Gut, ich denke, hier vorne gehe ich dann irgendwo gleich runter. Möglicherweise finden wir auch noch einen Brunnen, wo noch was drinnen ist. Ich weiß es nicht, aber es kann sein. Stürzt hier alles gar nicht ein, ne? Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass das alles einstürzt, wenn ich da was wegmache. So, da haben wir noch ein Hühnchen. Du stirbst auch noch. So, jetzt esse ich aber mal das, was ich noch habe. So. Oh, da hinten ist so ein Luftballon. Aber da komme ich ohne Jetpack gar nicht rauf, glaube ich. Muss ich mich hier richtig hochbauen und dafür habe ich nicht genug Blöcke und auch keine Lust dazu momentan. Und hier wurde alles schon geraidet. Richtig heftig. Na gut, ich denke mal, hier kann ich dann drunter gehen. Das dürfte eigentlich weit genug weg sein. Oh, da haben wir direkt Kohle. Die nehme ich natürlich mit. Kohle ist ja sehr wichtig in Feed the Beast. So, da haben wir auch noch was. Also mit dabei sind ja jetzt noch, also neu dazukommen sind Felix, Riol und Mojang Minecrafter. Mit mir gemeinsam. Und ja, ich kenne die halt alle, nur Mojang Minecrafter halt nicht so gut wie die anderen. Felix eigentlich auch nicht so gut. Riol kenne ich gut, aber
Beim Rest eher nicht so, aber sind eigentlich ganz sympathisch. Auf jeden Fall Felix ist sympathisch, den kenne ich aus Simons Livestream. Also ist eigentlich eine gute Wahl, die alle reinzuholen. Genauso wie mich. Das natürlich nicht. Also ich bin echt überrascht, dass ich so schnell reingekommen bin. Hätte ich mir eigentlich nicht erwartet. Aber finde ich natürlich cool. Ich feiere das. Das sieht irgendwie aus, als wenn da oben Spawner oder irgend sowas drin, eine Falle. Da vorne ist so eine fliegende Burg. Sieht auch cool aus. Ne, da will ich jetzt gerade nicht runter. Aber hier irgendwo gehe ich jetzt auf jeden Fall gleich runter, weil ich bin jetzt auch schon 600 Blöcke weit weg. Das ist eigentlich mehr als genug. Wir werden überlegen, wo am besten. Ach komm, ich gehe da unten. Da hatte ich ja dieses eine Loch, da gehe ich runter und das passt schon. Atomreaktion. Geht da Dick Party oder wie ist das? Cool. Da haben wir direkt eine Höhle oder was ähnliches. Ember nehme ich nicht mit. Das brauche ich nicht. Aber Eisen. Eisen kann ich mir gönnen. Bei denen leckt es anscheinend. Ach übrigens, was ich noch fragen wollte. Soll ich so spielen mit Faithful? Passt euch das alles? Oder soll ich einen Shader reinmachen? Es läuft, also Shader wird laufen auf jeden Fall. Nur ich wollte halt nicht ohne eure Entscheidung damit beginnen, deswegen spiele ich jetzt erstmal ohne Shader. Und ihr könnt mir dann sagen, ob ich einen Shader reinmachen soll oder nicht. Lol. Die sind vergiftet. So, eine Sekunde kurz, ich nehme eben was zu trinken. Denn es ist extrem heiß und ich muss auch mal was trinken. Das ist Pflicht im Programm irgendwann mal. So, sorry deswegen. Aber... So, ist das da hinten eine Schlucht? Ich glaube nicht, ne? Oder? Ich grab mich einfach mal dahin, ich werde es ja gleich sehen dann. Muss ja auch gleich vielleicht eine Eisenspitzhacke machen. Crystal Knife, YOLO. Oh ja, wie war? Was bei denen wohl abgeht, frage ich mich. So wie es aussieht, eine Atomreaktion. Finde ich interessant. Ihr habt es ja vorhin auch schon gesehen, was da abging. Der Krieg der Welten. Ich glaube, ich nehme die Folge irgendwie Dritter Weltkrieg. Richtig übertrieben. Oh, was haben wir hier? Das ist, glaube ich, Silber, wenn ich das richtig sehe. Und da oben haben wir schon einen Green Sapphire. Da können wir uns dann schon eine bessere Spitzhacke machen. Das Eisen will ich dafür nämlich nicht verpulvern. Was ich versuche jetzt zu machen, ist so schnell wie möglich an eine Quarry zu kommen und die dann irgendwo weit, weit wegzustellen. Am besten gehe ich dann durchs Team's Nether-Portal und hau mich dann da über den Bedrock und laufe da dann ein bisschen weiter und setze dann noch ein anderes Nether-Portal. Das heißt, ich brauche jetzt, warte mal, wie viel brauche ich für die Quarry? 8 und 3, 11 Dias und nochmal 3 wären perfekt. Das heißt, wenn ich 14 Dias hätte, wäre das optimal. Weil dann kann ich mir noch eine Mining Turtle machen, mit einer Dias-Spitzhacke. Und mit der baue ich dann Obsidian ab, mit Tims Farmprogramm. Ich lade mir übrigens Tims Programm runter. Bin ein richtiger Randy. Ja, ich könnte die auch selbst schreiben, nur es ist halt unnötiger Zeitaufwand, weil genau dafür hat Tim die ja hochgeladen, damit sich andere die holen. Und ich bin ja jetzt auch Neuansteiger und deswegen will ich da auch ein bisschen aufholen direkt. Und nicht irgendwie so hinten nachhängen. So. Ach übrigens, wenn ich mit Shader spiele, dann spiele ich in der Höhle ohne Shader. Weil es einfach viel zu dunkel ist sonst. Ach, ich brauche jetzt eine Eisenspitzhacke, fällt mir gerade ein. Ich kann dir das gar nicht abbauen. Ich hätte mir die Pickaxe snacken sollen, als er wieder gestorben ist direkt. Wenn ich schnell genug gewesen wäre, hätte ich die bekommen. Aber da macht man jetzt nichts im Nachhinein. Machst du gar nichts. Wer sind noch alle da? Es sind eh noch ziemlich viele da. So. Wie baut man einen Kompressor ab? Kompressor baut man mit einem Wrench ab, glaube ich. Glaube ich. Das kann ich mir nicht gönnen. Also doch. Hat er seinen Kraftwerk in die Luft gejagt, wie es aussieht. Der Dena. Zum Glück wohne ich weit weg von da. Ich habe mir extra das Grundstück da hinten ausgesucht. Also Simon hat eh gefragt, wieso will ich denn so weit hinten wohnen? Wieso nicht eher da bei Felix oder sowas? Ja, ganz einfach, weil da Broken Thumbs, Revi und Dena wohnen und die im Krieg stehen. Da habe ich wenig Lust drauf. So. Das Einzige, was mir passieren kann, ist, dass Tim mal einen seiner Tage drüber kommt und mich einfach tötet. Da muss ich irgendwas dagegen machen können demnächst. So, ich wollte mir einen Ofen machen. Was mache ich mit den Sticks? So, und dann tun wir da auch gleich Kohle und Eisen rein. Brennen wir ein bisschen Eisen. Ich mache mir auch direkt noch einen zweiten Ofen, ganz ehrlich.
und schmeiß da das Fleisch rein, weil ich muss ja von irgendwas auch leben. So, dann nehmen wir da noch ein bisschen Kohle raus. Wir haben ja schon einiges, aber es wird bei weitem nicht reichen für die ersten Vorhaben, die ich habe. Also müssen wir da gucken. So, gleich haben wir 3 Eisen, dann habe ich eine Eisenspitzhacke und kann hier direkt weitermachen. Das ist sehr gut. So, Dina ist jetzt weg. Die hat auch gerade einen Livestream gemacht übrigens. Esse ich kurz hier. So. Dann nehmen wir hier was raus. Machen uns da die Eisenspitzhacke und... Ja, dann bauen wir die Kohle erstmal weiter ab. Erstmal dick farmen. So. Dann haben wir da schon das ganze Eisen. Die Kohle nehme ich natürlich auch noch mit. Das kann ich alles gebrauchen. Nur Zinnober brauche ich eigentlich nicht. Mal gucken, was ist hier. Da will ich erstmal nicht runter. Ach, da geht die Schlucht noch weiter. Okay, dann fange ich hier mal erst an. Baue ich hier alles ab. Und ja, ich lasse das Eisen gerade durchschmelzen, weil ich brauche sowieso noch ein bisschen Eisen, bis ich einen Pulverizer oder einen Macerator habe. Ihr könnt mir übrigens gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Ich werde alles lesen. Falls ich irgendwas besser machen kann oder irgendwas, weil ich bin ja nicht der total fiete Beast-Experte. Ich kenne mich halt aus, so mäßig. Und ja, deshalb eben. Hilfe ist erwünscht. Oder ist gern gesehen. Erwünscht nicht unbedingt, aber gern gesehen. So. Das ist ein bisschen langweilig, ich weiß, aber das muss eben sein, bis ich eine Quarry habe. Und ein paar Grundressourcen. Wir haben schon wieder echt viel Kohle. Das geht echt rasant hier hin. So, dann haben wir da die Ader fertig, glaube ich. Jo, haben wir. Und da haben wir auch schon Tin, glaube ich. Ja, genau. Das war auch Tin vorher, nicht Silber. Aber das in der Wand da hinten war, glaube ich, trotzdem Silber. Und hier haben wir schon Rubies. Damit ist die nächste Spitzhacke gesichert. Und darunter direkt Kohle. Sehr schön. Bin ich weit genug weggegangen, denke ich mal. Haut hin. So. Alles ranholen hier. Da ist noch so viel Kohle zu holen. Das gibt's ja gar nicht. Ah, das war die Fledermaus. Ich dachte schon. Geh mal weg da. So. Ist weg. Perfekt. Dann. Oh, schon Level 10. Das geht echt schnell mit der Kohle, muss ich echt sagen. Übrigens, an dem heutigen Tag ist das Megaprojekt nämlich um 15 Uhr jeden Tag bei mir. Vermutlich. Und ihr könnt euch heute auch schon auf eine Hunger Games Folge freuen, die um 17 Uhr kommt. Das sind 2 gute Runden gewesen eigentlich. Und ja, viel Spaß damit auf jeden Fall auch, aber ja. Das war's eigentlich, was heißt da auch. Gut. So, was haben wir hier? Nikolaits, das nehme ich nicht mit. Das kann ich mir sparen. Und da haben wir Diamant. Erstmal protzen. Sind da noch mehr? Ich glaube eher nicht, ne? Aber da ist Eisen. Sehr gut. Einfach mal so Diamanten gefunden. Aber ich brauche noch einige mehr. Auf jeden Fall. Das ist Silber. Nein, das ist LED. Das ist LED. Oder Lead. Tim spricht LED aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es Lead oder LED heißt. Und das ist auch Silber, glaube ich. Jo, hatte ich recht. Oder war das Lead oder LED? Ja. So, dann haben wir da unten noch Ferrous. Oh, einiges an Ferrous sogar. Oh. Oho, Ferrous. Viel denn? Richtig krass. So, dann gehen wir da wieder hoch. Ne, da, ich darf aber Eisen. Habe ich mich verguckt. Ah, das ist Silber wieder. Das ist auch noch jede Menge Stuff, aber ich nehme erstmal das Eisen hier mit. Ich gönne mir einfach alle Erze, die hier sind jetzt momentan, weil ich kann einfach wirklich alles gebrauchen. Fast alles eigentlich. Scharzen so nehme ich nicht mit, weil ich gehe nicht direkt auf Magie, das mache ich erst später. Später vor allem, später. Wenn ich dann vielleicht die zweite oder dritte Quarry am Laufen habe und dann schon ein bisschen in der Technik bin, dann werde ich mit Magie beginnen. Nehme ich mal an. So.
Haben wir die ganze Kohle? Da können wir das Wasser gar nicht umleiten. Ah, das ist natürlich ein bisschen doof. Suboptimal hier. Aber es geht. Jo, geht klar. Dann haben wir da noch Redstone. So. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Aber das schütte ich mal noch lieber zu, sonst falle ich da später noch rein. Das wäre nicht so schön. So, dann machen wir hier eben zu, weil das Wasser brauche ich gerade nicht. Das nehme ich nicht mit. Das Eisen nehme ich allerdings mit. Davon werden wir einiges brauchen. Das sage ich euch. Da haben wir auch direkt Ruby und noch mehr Silber. Silber brauche ich eigentlich gar nicht so viel, aber wieso nicht? Oh, Gold. Sehr gut. Gold ist wichtig. So. Wenn ich kann, würde ich mir dann noch gern von jemandem eine Minionstone leihen, wenn ich meinen nicht schnell genug bekomme. Weil ich werde mir aus dem Gold Dias machen. Vermutlich. Um schnell an die Quarry zu kommen. Aber naja. Müssen wir dann gucken. Minionstone ist halt echt gut. Was ich auch schon überlegt habe, was ich machen könnte, wäre... jetzt bin ich gerade hängen geblieben. Wäre genau eine Turtle zum Holzfarmen abstellen. Und die packt das die ganze Zeit in eine Kiste und das Holz dann zu Diamanten verarbeiten. Weil es geht über den Minionstone. Ich glaube 4 Stacks Logs sind ein Diamant. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sich das lohnt. Ich glaube, da lohnt sich dann später eher Obsidian zu farmen und das dann zu verarbeiten. Mit der Turtle. So, da haben wir jede Menge Gold. Das ist echt schön. Aber meine Spitzhacke ist jetzt gleich hinüber. Wir haben auch schon Level 15, sehe ich gerade. Es geht rasant dahin. Bisschen Eisen noch absahnen. Perfekt. Schatz brauchen wir nicht. Da war sonst nichts mehr. Und hier ist auch Ende. Dann haben wir das Abteil jetzt hier durch. Da kommen wir perfekt durch. Zinnabar brauchen wir nicht. Haben wir so viel hier außerdem. Richtig viel. Da oben ist Kohle gewesen. Dann haben wir hier Eisen. Das nehme ich noch mit. Oh, das war's mit der Spitzhacke. Hole ich mir eben eine neue. Machen wir direkt eine Ruby Pickaxe, glaube ich. Ne, wo bin ich denn hergekommen? Das war hier, ne? Jo, genau. Hier war das. So. Wie sieht's aus? Da muss ich lang, genau. Da will ich erstmal nicht reinfallen, das ist nicht so gut, glaube ich. Gut, dann kann ich mir jetzt... Da konnte ich nichts mehr dagegen machen. Meine Steaks! Nein! Gib's hierher. Ist der hier ernsthaft gespawnt? Natürlich nicht so gut. Zinnabar setze ich da wieder hin, das brauche ich nicht. Wirklich so überhaupt gar nicht. Ich mache mir hier mal so eine kleine Base einfach. So, ich wollte mir gerade eine Kiste machen. Und dann kam der Freund vorbei. Aber jetzt haben wir eine Kiste. Also ist alles okay. Machen wir erstmal alles rein. Nein. Eisen nicht, glaube ich. Machen wir mal ein paar Spitzhacken. Schwerter, denke ich, brauche ich nicht so viele erstmal. Ich brauche noch Sticks, aber... Aber. Ich sage schon wieder viel zu oft irgendein Wort. Das ist, wenn mir hier nichts einfällt, worüber ich reden kann. Aber... Da haben wir es wieder. Es gibt ja auch gerade nicht viel, worüber ich reden kann, außer dass ich dumm bin und gerade das einfach so geschlossen habe. Das war sehr intelligent. So. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Irgendwas wollte ich gerade noch... Achso, genau, das Essen wollte ich mir noch rausnehmen. Dann haben wir eigentlich schon. Können wir uns gönnen. Perfekt. Dann gehen wir noch weiter abbauen. Aber zuerst noch unten hier den Rest. Da hinten war ja noch Eisen, was ich noch mitnehmen wollte. Das hole ich mir natürlich auch noch. Hier wird nichts zurückgelassen. Außer Zinnabar und nutzloser Stuff wie das. Nikolai zum Beispiel. Braucht keinen Mensch. Aber ich glaube, das war es hier auch schon an wertvollen Sachen. Ich werde übrigens keine Fackeln machen, das ist mir die Kohle zu schade.
So, da haben wir dann gar nichts mehr. Da haben wir aber jede Menge Kohle. Da kann ich mir noch was nehmen. War 7,5k oder was war? Den hat wahrscheinlich sein Atomkraftwerk in die Luft gejagt. Oh, Revi. Oh, Revi. Jetzt trollen die auch noch Simon. Aber da kommt er drauf. Richtig Randy, der Troll. Auf jeden Fall Kopper gefunden, das ist auch gut. Und da haben wir noch Kohle. Wunderschön, die Kohle. Wie haben wir eigentlich? Ich glaube, wir haben noch zwei Stacks drüben in der Kiste. Das ist ja eine Menge mit dem hier. Ein richtiger Batzen. Wie Basti jetzt sagen würde. So. Haben wir. Ist da oben denn noch was? Da haben wir noch Kohle. So. Ah, ja, ja, da kriegen wir schön was. Oh, da ist noch Eisen. Perfekt. Ich krieg immer Induction Furnace jetzt so kaputt. Aber das ist natürlich schade. Induction Furnace ist natürlich teuer und der ist auch seine Sachen wert. Mach dir ein Holzboot. So. Übrigens, ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, mit wem ich aufnehmen soll am liebsten. Also wer ich da am liebsten wäre. Weil mir ist das eigentlich relativ egal. Ich werde, denke ich mal, die ersten paar Folgen auch alleine aufnehmen, damit ich so ein bisschen was erreicht habe. Und dann werde ich Revi bei der Technik helfen, das habe ich dir nämlich versprochen. Aber der braucht jetzt erstmal auch Stuff, weil der hat ja jetzt gar nichts mehr. Also ich bin, glaube ich, schon weiter als der jetzt. Da haben wir noch Ember, da ist Kohle. Ich bring mal kurz rüber. Marble brauchen wir natürlich erstmal auch nicht, das kann ich dann gleich wieder wegwerfen. Oh, da gönne ich mir. War da noch irgendwo was? Drüben ist noch Uranium, das kann ich auch einpacken, aber hier haben wir Kopper, das ist wichtiger. Uranium kann ich dir vielleicht den ergeben, dann wird es noch lustiger. Weil ich habe nicht vor, ein Atomkraftwerk zu machen. Ich habe übrigens vor, meine Energie hauptsächlich über Solar zu beziehen. Aber ich weiß nicht, ob sich das von Anfang an lohnt. Ich denke aber schon, weil allein mit 3 L4 Solar Arrays kann ich ja schon eine Quarry richtig gut powern, glaube ich. Sollte da mehr passen. Da haben wir das Eisen. Dachte ich mir noch, ich habe da was gesehen. So. Da drüben haben wir dann noch Copper und Ruby. Irgendwo habe ich noch einen Green Sapphire. Ah, genau, da unten habe ich den gesehen. Und da haben wir noch Silver, ist das, glaube ich. Wo waren die Kohle? Da war die Kohle. Gönne ich mir natürlich auch. Oh, da kommt Gravel. Das ist nicht so schön. Ja, den Rest lasse ich da mal, weil Gravel habe ich keinen Bock jetzt drauf. Auch wenn mir Kohle so viel wert sein sollte, der Gravel ist es mir nicht. Nur 1 auf 4, ein grüner. Das sollte eigentlich Emerald heißen, aber das geht ja leider nicht, weil es gibt ja die Emeralds normal im Spiel auch. Also die kann man ja auch finden. Aber ja, es ist halt ein Emerald, aber es heißt halt Green Sapphire. Ein bisschen fail, aber ist schon okay. Da haben wir noch jede Menge Rubies, also wir finden echt viele Rubies. Gönne ich mir alles. Perfekt. Ich weiß nicht, hatten wir da drüben jetzt gerade noch was, auf der anderen Seite. Ich laufe nochmal kurz rüber und guck da. Da haben wir auf jeden Fall noch Kohle da unten.
Oben ist nichts mehr, ganz unten vielleicht noch was, aber das sehe ich von hier nicht, denke ich mal. Da haben wir noch Kohle. Da ist auch noch Kohle. Aber ich denke, ich gehe zuerst hier rüber. Wo war das? Oder? Ne, ich gehe da runter erstmal. Und gönne mir hier alles an Kohle. Perfekt. Von nach dem Zombie direkt. Ich hoffe, er hat keine Minium-Scherbe mitgehabt. Das wäre nämlich ein bisschen eine Verschwendung gewesen. Ich weiß nicht, heißt die Minium oder Minimum? Ich glaube Minimum. LOL. Was ist da denn los? Level 20 schon. Geht doch gut voran. Und auch schon wieder mehr sind der Cola. Hier immer noch ein Steve Skin. Das liegt daran, dass ich glaube ich so oft gestorben bin. Reconnecten hilft da übrigens auch nicht, habe ich schon versucht. Das heißt, ihr wisst jetzt, wie lange ich aufnehme. Nämlich so lange, wie ich den Steve Skin jetzt am Stück habe. So viel nehme ich am ersten Tag gleich auf, wo ich dabei bin. Ich denke aber nicht, dass es allzu viel, weil ich bin schon ziemlich müde. Ich muss meinen Schlafrhythmus auch wieder in Ordnung bringen. Denn ich muss jetzt ab 1. August arbeiten, ab Donnerstag. Das ist glaube ich. Dürfte richtig sein, oder? Haben wir heute Mittwoch? Nein, wir haben heute Dienstag, das heißt, ja, Donnerstag ist doch der erste. Weil wir haben ja 31 Tage in diesem Monat. Da kann ich mal kurz umleiten. Und noch eines. Und noch eines. So, dann ist alles zu. Dann schwimmen wir kurz nach oben und machen das Wasser auch zu. Das brauchen wir gerade nämlich nicht. Da haben wir direkt Eisen, wunderschön. Danke, liebes Wasser. LOL. Was sterben sie denn alle? Die Radioaktivität ist schuld, sag ich. Wir haben alle irgendeinen Schwummeranfall. Simon wird jetzt korrupt und komme fällt irgendwo runter. Der hat doch Longfall-Boots, oder? Etwa nicht. Weiß gar nicht. Egal, ich baue weiterhin Kohle ab, ganz gechillt. Richtig viele einfach. Da ist auch noch irgendwas. Sieht aus wie Silber. Habe ich da drüben jetzt noch was gesehen? Hier geht's auch noch irgendwo hin. Ah, hier bin ich glaube ich hier bin ich rangekommen. Dann habe ich hier nichts gesehen. Unten ist Eisen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal runter, ne? Bisschen Fallschaden können wir ja locker kassieren. Das ist ja nicht das Problem. Links sind noch zwei richtig große Schluchten. Das sehe ich schon auf der Minimap da. Voll mit Lava. Da brauche ich einen Wassereimer für. Aber Eisen habe ich ja. Brauche ich nur noch Wasser. Die Wasserquelle habe ich ja nicht zugebaut, glaube ich. Denn da ist ja noch Wasser am Tropfen gewesen. Oh, er hat einen Spawner. Cool. So, Revi und Gomez sind jetzt also weg. Vielleicht nehmen die auch gleich noch eine Folge auf und haben nur kurz geleftet, ich weiß es nicht. So. Da haben wir noch was. Auch Silber, glaube ich, ne? Ne, das ist alles Tin. Was laber ich denn da? Silber und Tin sieht sich aber auch ziemlich ähnlich, um fair zu sein. So. Da ist nur das. Zinnabar. Ja, ich glaube, das war eigentlich der Großteil an den Sachen jetzt. Dann gehe ich da jetzt eben wieder hoch. So. Haben wir da noch den ganzen Schnickschnack rein. Das brauchen wir jetzt gerade ja nicht alles. Allerdings nehme ich einen halben Stack Kobbel mal mit. Und Wasser wollte ich mir auch noch gönnen. Da haben wir eh Eisen. Dann mache ich mir eben einen Eimer. Bucket. Wo waren die Quelle? Hier war die, ne? Jo, da war die. Wasser gönnen wir uns, dann springen wir hier runter, machen eben MLG Water. Und dann müssen wir in die Richtung. Na bitte sehr, da haben wir schon das nächste Erz direkt und auch eine Eisenader direkt dran. Das dürfte wieder Tin sein, wenn ich richtig lieg. Was bis jetzt ja nicht so oft der Fall war. Und Kohle haben wir auch gleich. Holla, die Waldfeder geht's aber ab.
Wieso sage ich solche Sprüche eigentlich so? Das sage ich normalerweise nicht. Ich glaube, das liegt an der Uhrzeit, dass ich müde bin. Es ist eigentlich gar nicht spät. Es ist erst 10 Uhr. Normalerweise in den Ferien bin ich hier so bis 10 Uhr wach geblieben in Simons Streams, aber da haben wir wohl heute eine Ausnahme, denn ja, ich bin auch schon um 7 Uhr aufgestanden. Ich mache momentan nichts anderes, außer den ganzen Tag Hunger Games spielen. Mit Stegi und den anderen. Tobi, Cube, Schmocki, Playerkit, Annika, Sarah, Mio, wie sie alle heißen. So, da haben wir dann jede Menge Lava. Ja, war klar. Machen wir erstmal ein bisschen was davon weg. Jo, einen Zombie haben wir da. Der ist im Wasser gelandet, nehme ich an. Jo. So, dann gehe ich das jetzt systematisch ab. Erstmal baue ich hier oben alles ab. Der Reihe nach. Und dann gehe ich nach unten. Immer weiter nach unten. Sehe ich da eigentlich Dias irgendwo? Eigentlich müsste da ja was sein an Dias. Ich will nicht an den Rand gehen, sonst fällt da vielleicht noch gleich irgendwo was von oben auf mich runter und dann werde ich da reingekickt. Das wäre nicht so schön. Dann wäre die Dia-Hose schon futsch, die ich Revi abgezogen habe. Aber die hat er auch von Simon, also das ist eigentlich Simons Dia-Hose, die ich jetzt habe. Richtig gut. So. Machen wir hier noch was ab. Aufpassen, dass ich da nicht runterfall. Da haben wir keine Quelle an irgendwas. Ja, ich lasse hier kurz nochmal Wasser runter, das ist mir zu riskant jetzt. Schicken wir nochmal kurz nach. So. Oh, da geht jetzt alles zu. Perfekt. Auf der Seite haben wir, glaube ich, gar nichts mehr. Ah, doch. Hier haben wir direkt was freigegraben. Gerade wo ich sag. Gerade wo ich sag. Machen wir da noch Wasser runter. So. Gönnen wir uns das Eisen einfach. Also eine Menge haben wir schon, aber an Kupfer haben wir glaube ich noch nicht so viel. Da bräuchten wir noch ein bisschen was. Was aber wirklich gut ist, ist, dass wir Rubber haben. Dass wir direkt Rubber Trees gefunden haben. So. Schnappen wir uns da ein bisschen Eisen. Da haben wir noch mehr Eisen. Eigentlich wollte ich das jetzt systematisch von oben nach unten machen, aber... Das war's dann mit dem Plan, glaube ich. Es ist in Ordnung. Ist jetzt nicht so wichtig, wie ich da jetzt rangehe an die Sache. Hauptsache, ich kriege alle Erze. Hoppala. Hoch hier. Lapis muss ich eben auch mitnehmen, fällt mir gerade ein. Fürs Jetpack später dann und für Advanced Circuits. Weiß gar nicht, braucht man fürs Jetpack überhaupt Lapis? Bin gar nicht sicher. Aber das werde ich dann ja sehen. Also müsst ihr jetzt nicht in die Kommentare schreiben, ich könnte es auch jederzeit einfach nachgucken, aber ich muss es ja jetzt nicht wissen. Aber ich werde für irgendwas dann später Advanced Circuits brauchen. So, jede Menge Lapis. Wunderbar. Dann, das Wasser hier möchte ich gern zumachen gleich, wenn ich dran kann. Ach, das kommt von da oben, ne? Ja, dann muss ich da schnell hochschwimmen. Oder haben wir noch Dias? Noch mehr Dias, sehr schön. Da kommen wir der Sache schon viel näher. Oder etwas näher. Konnte ich gerade nichts setzen. Ach, cool. So. Einen, zwei, wieder nur zwei. Gibt's doch gar nicht. Wirklich jetzt. Wirklich. Wirklich. Jo, wirklich. Okay. Dann halt nicht. Aber hier immer noch Redstone. Redstone ist auch ziemlich wichtig. So. Also die erste Folge wird auf jeden Fall eine Überlänge. Ach du Scheiße, hab ich ein Glück. Jetzt wirklich, wenn ihr bei den Ego-Battles schon gesagt habt, ich habe ein Glück, dann guckt euch mal das hier an, was ich im Megapark gesetzt habe. Das ist ja nicht mehr feierlich. Aber hier brauche ich das ja auch viel dringender als im Ego-Battle, ganz ehrlich. Das ist ja vonnöten. Ah, wieder nur drei, ne? Ah, Inf-Twix, vielen Dank. Ah, ein Mineshaft. Was sagt man dazu? Na, auch nicht oft. Wie viel habe ich jetzt? 7 Stück mit den 2, die ich noch in der Basis liegen habe.
nenne es einfach mal Basis. Braunpilz, mach den Gravel kaputt. Brav. Braves Braunpilz. Ja, der Minenschacht geht hier noch weiter, wie ich es mir dachte. Ich habe leider keine Schaufel, deswegen dauert das jetzt kurz. Den Fackeln habe ich auch nicht. Und durch. Perfekt. Die Giftspinnen-Spawner würde ich hier gerne mitnehmen, wenn ich eine Portal ganz zur Verfügung habe. Würde ich mir echt gern gönnen. Kann ich mir nämlich so eine Giftspinnen-Farm machen, wie Tim sie in seinem Minecraft-Adventure hat zum Beispiel. Das ist halt die gängigste eigentlich. Mit 4 Spawnern und mehr funktioniert das dann erst richtig, aber das heißt, da brauche ich dann schon ein paar mehr. Aber ich denke mal, wegen dem More Ruins Mod werde ich da auch schon einiges finden. Aber erstmal gönne ich mir hier Kohle. Das ist eine normale Spinne. Wieso enttäuscht du mich? Nicht mal ein Minimum hast du mit. Nicht mal eine Minimum-Scherbe. Oder Minimum. Whatsoever. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht, sage ich euch. Aber nur einer, ne? Wirklich nur einer. Dass ich nicht mal mehr finden kann, aber ich finde dafür ziemlich viele vereinzelt. Das ist auch gut. Also besser als gar keiner zumindest. Ja, und ich weiß, ich hab gesagt, ich baue alles ab, nur jetzt wird's halt schon extrem. Jetzt muss ich dann wirklich schon lange hier rumhackeln, damit ich wirklich alles abbauen kann. Perfekt, da haben wir noch mehr Dias. Oh, diesmal sogar viele. Ich bin so reich mittlerweile. So viele Diamanten einfach. Das ist richtig crazy. 13 Stück schon. Das heißt, ich brauche nur noch einen, dann habe ich schon erreicht, was ich erreichen will an Diamanten. Für eine Quarry und alles. Wow. Nee, so nicht. Den letzten lasse ich da lieber, ich will keine Risiken angehen. Was macht denn ihr da Zombies? Chillt mal bitte. So. Müssen wir mal gucken. Hallo, Zombie. Hier oben geht auch der Minenschacht weiter, wie es aussieht. Beziehungsweise hier beginnt er eigentlich erst. Und da unten geht er dann weiter. Da vorne ist auch noch ein Stück vom Minenschacht. Ein paar Saphire noch, grüne. Den Creeper schon gesehen, nur wenn er nicht auf mich aggressiv ist, dann habe ich ja keinen Grund, ihn zu töten eigentlich. Weil ich glaube, die droppen auch gar keine Minium-Scherben. Erze gönne ich mir da. Was haben wir hier denn noch so Schönes? Vielleicht finden wir irgendwo auch eine Kiste. Gehen wir hier runter. So eine Minecart-Chest. Nee. Ich höre dich. Wo auch immer du bist und was auch immer du bist. Ich habe dich gehört. Sei gewarnt. So. Nehmen wir das Eisen hier noch mit. Und jetzt ist es Zeit, meinen Ventilator einzuschalten, denn es wird zu heiß. Sorry, weil ihr irgendwas im Hintergrund hört. Das ist der Ventilator. Aber es ist echt zu übertrieben heiß bei mir. Ich würde mich echt freuen, wenn bei mir so ein Wärmegewitter wäre. Von mir so mit Hagel oder irgendwas, aber bei uns jetzt echt durchgehend mehr als 35 Grad, sogar jetzt nachts. Haben wir, glaube ich, noch 30 Grad. Das ist echt ein bisschen heftig. Aber ich denke mal, das geht in Ordnung, wenn ihr das so leise im Hintergrund hört. Falls ihr es überhaupt hört, bin mir gar nicht sicher. Oh. Schnell explodieren lassen. Dann hole ich mir die Spinne da, die kann da nämlich nicht durch. Du bist zu fett, mein Freund. So nicht. Sicher nicht von hinten ransnicken, Mr. Creeper. So läuft das bei mir nicht. So läuft das auf keinen Fall. Alles klar.
Dann haben wir noch Eisen. So viel Stuff haben wir hier. Das ist echt krass. Hier kommen wir auch her, glaube ich, irgendwo aus der Nähe. Geht sogar noch weiter nach unten. Oh, ein Angry Zombie. Ich brauche bald ein neues Schwert, sehe ich auch gerade. Da geht's nirgends an die Seiten. Aber hier und da haben wir auch Gold. Schreck mich doch nicht so, Skelett. Boah, der Schock. Der kleine Schockmoment. Aber Ultra Hardcore hat mich ein bisschen abgestumpft. Ah, ich dachte schon. Aber das wäre auch zu übertrieben gewesen, glaube ich, oder? Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Ja, okay, 13 bin ich immer noch. Bei 13 bin ich immer noch. Da kommen jetzt ein paar mehr Viecher. Mein Schwert ist bald im Arsch. Doch, die können das doch kloppen. Interessant. Ist das ein Boden raus? Cheater-Skelett. Ohne Mist. Ohne Mist. Ich glaube aber eigentlich, jetzt habe ich dann bald genug Stuff. Böser Creeper. Böser Creeper. Hier haben wir noch Saphir. Da ist er mir hinterhergekommen. Gut. Lass mich mal kurz in Ruhe, mein Schwert ist gleich kaputt. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Peace. Ich will doch gegen dich kämpfen. Du wolltest es nicht anders. Diese Zombies immer. Primitiv einfach. Ah, toll. Oh Mann. Wieder zumachen. Scheiß Wasser kommt immer. In der Kiste war nichts wirklich Spannendes. Was war da eigentlich drin? Was habe ich da bekommen? Hab ich wieder vergessen. Ich glaube. Ich weiß es gar nicht. Egal. So wichtig kann es nicht gewesen sein, sonst wüsste ich es noch. Wo kommt die Quelle her? Da. Und da ist auch eine. Ganze Tin hole ich mir her. Gönne ich mir alles. Perfekt. Da haben wir Lava. Am Start. Bye. Das war's mit meinem Schwert. Perfekt. Wie geplant hat der Creeper die hochgejagt. Wenn die Spitzhacke dann langsam den Geist aufgibt, laufe ich wieder zurück übrigens. Und dann war es doch glaube ich erstmal mit meinen. Dann habe ich auch genug Stuff. Denke ich einfach mal. Ey, chill mal. Okay. Keep calm. Chill deine Basis-Skelett. Können wir ein bisschen Kohle anpacken? Wieso denn auch nicht? So. Richtig viel kriegen wir hier. Und Level 30 haben wir jetzt auch gleich. Ah nein, Simon hat ja keinen Enchanter, ne? Ja, ich enchante einfach bei Conny. Ist ja auch relativ egal, wo ich enchante. Es wird ja eh nichts dadurch kaputt, wenn ich irgendwo verzaubern gehe. Also kann sich doch, denke ich mal, keiner beschweren, dass ich bei ihm verzaubern war. Wenn der überhaupt meine Videos guckt. Denke ich mal nicht. Bum. Eisen. Richtig viel Eisen haben wir jetzt eigentlich auch schon, glaube ich. So 2-3 Stacks auf jeden Fall.
das fürs Erste auch genug, würde ich mal behaupten. Nee, geh weg, Zombie. Ich hab keinen Bock auf dich. So überhaupt nicht einfach. So überhaupt nicht. Ich muss da aber vorbei, das weißt du. Danke für den Boost. Da haben wir Ferris und da haben wir noch mehr Diamanten. Perfekt. Oh. Das ist natürlich böse. Dann setzen wir da eben Wasser hin. Ah, das war natürlich Fail MLG. Er hat die Diamanten nicht in den Duft gejagt. Braver Creeper. Erstmal ein bisschen davon wegmachen. So viele Dias einfach. Richtig übertrieben. Wirklich. So, perfekt, den haben wir noch bekommen. Da kann ich mir dann sogar noch eine Dierspitzhacke auf Level 30 verzaubern. Zusätzlich zu der Quarry und dem ganzen Stuff. Ach, da oben ist noch eine andere Quelle. Okay. Machen wir dazu. Und dann das Eisen ein. Wie viel haben wir denn mit gerade? Über einen Stack, denke ich mal, oder? Ne, nicht. Doch, haben wir. Auf jeden Fall. Hab ich das gar nicht gesehen, da unten zuerst. Ein bisschen hiervon können wir auch noch einpacken. Ein bisschen Lead. Oder Lead. So. Dann hier noch Wasser. Ein bisschen laut immer, wenn das Wasser da so drüber fließt. Noch mehr Dias. Wow. Jetzt wird's echt heftig, ne? Langsam. Machen wir die anderen mal ein bisschen neidisch. Richtig übertrieben. Da haben wir da hinten vielleicht noch die was. Und wenn ich es drauf anlege, dass ich welche finde, finde ich nie welche. Und so einfach Ease, Dia, überall Dia. Na guck da, schon wieder. Ich wollte gerade keine Dias finden und trotzdem finde ich sie einfach so. Und wieder schon 6 Stück. Ey, ohne Witz. Oh, what the fuck. Echt steil. Ins Park oder so komme ich da halt trotzdem noch nicht ran, aber es ist echt übertrieben. Ich habe mir leider keinen Waypoint gemacht bei meiner Kiste, das heißt, ich muss jetzt den Weg zurückfinden. Was ich als kleine Challenge ansehen sollte. Glaube ich mal. Nehmen wir jetzt noch ein bisschen hiervon. So. Ein bisschen davon noch, ein bisschen Kohle. Schadet ja nie. Level 32 haben wir auch schon. Das ist ein Zeichen, zurückzugehen langsam. Oder das noch hier mit ein bisschen Leadlet. Leadlet, nenne ich es jetzt einfach. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, nachdem ich das Eisen angepackt habe, wo ich hin muss. Meines Backpacks wären echt praktisch, aber habe ich leider nicht. Keine Wolle, keine Schafe. Nirgends gesehen. So, ich muss hier irgendwie hin, aber erstmal muss ich essen. Wo ist der Zombie? Da ist ein Angry Zombie, das ist gar nicht gut. Ich kann jetzt ein bisschen verkloppen. Ich habe auch viel Leben auf jeden Fall. Also, es ist ein kleines nerviges Biest. Ja, das bist du. Drop wenigstens eine Schärpe, bitte. Natürlich nicht. Du Arsch.
den eigentlich noch da? Ne, aber der ist noch im TS oben auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob der noch da ist. So, was mache ich jetzt? Da habe ich noch Ferris, da habe ich noch Redstone. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass ich gleich Dias finde. Vor allem Befürchtung. Oh, da ist Gold. Was ja praktisch auch Dias sind. Wenn es 4 ist, ja. Ich habe wieder 2 Dias gefunden, glaube ich gerade. Schneller! Bitte! Komm schon! So. Schneller rüber. Kann ich mir hier noch gönnen? Wo sehe ich denn die Schlucht? Ich sehe gar nichts. Toll. Oh. Schlepp dich des Todes, Spinne. Schlepp dich des Todes einfach. Oh. Ja, Quotenöko. Der einfach AFK. So, was haben wir dann noch? Kann ich erstmal hier hochgehen? Vielleicht ist hier noch was. Außer Lava. Mal ein bisschen Wasser hin. Ich habe echt keine Ahnung, in welche Richtung ich muss. Das ist das Problem. Ich glaube in diese Richtung, weil da ist ja auf jeden Fall mein latest Death. Und mein latest Death ist in der Stadt gewesen. Bei dem Stadtgebäude. Wie heißt's denn? Nicht Rathaus. Wie haben die das genannt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Shame on me. Ich muss vielleicht sogar zweimal nach Hause laufen. Mit dem ganzen Stuff. Ne, die kommt hier nicht hin. Die ist wahrscheinlich da oben. Jo. Das ist lästig ohne Schwert, ohne Witz. Ne, weil man kann ich immer noch hin muss. Tod. Grausam. Grausamer Tod. So. Noch mehr von dem Eisen ranholen. Wie viel Durability habe ich noch? Ach, das habe ich noch gar nicht an. 19. Okay, ich muss mir auf jeden Fall was für Dias also aufheben, falls ich jetzt noch welche finde auf dem Rückweg. Die zweifle ich zwar, aber man kann ja nie wissen. 16. Aber das stecke ich jetzt erstmal nicht hin. Das lasse ich lieber sein. 13. Zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Ja, jetzt kann ich wahrscheinlich eh nicht alles abbauen, was ich finde. Muss ich mir wieder eine neue machen, nehme ich einfach mal an. So, in diese Richtung gehöre ich, glaube ich. Das dürfte schon ganz richtig sein. Geh mal weg, der Wasser. Nein, ich bin das Spiel jetzt gesprungen. Fuck. Und... Oh. Ah, ihr habt ja noch die Nuller Durability. Stimmt. Jedes Tool hat ja noch eine Nuller Durability. Jetzt ist sie weg.
habe dich geschätzt, Spitzhacke, und ich mache mir jetzt eine neue. Kann ich nicht. Das ist nicht so toll. Und hier ist so viel Lava, das gefällt mir auch ganz und gar nicht. Wo ist denn der letzte F? Da oben ist der, okay. Dann muss ich hier lang. Wo komme ich denn da lang? Das ist natürlich dumm, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da hingekommen bin. Also beziehungsweise wie genau ich hergekommen bin. Aber ich denke, ich werde schon zurückfinden. Ich hätte mich vielleicht auch einfach hochbauen sollen. Aber dann hätte ich Gold nicht mitnehmen können. Gold ist ja auch sehr wichtig. Wie schon gesagt, Gold ist gleich Dia. Und Dia brauche ich sowieso. Das sieht nicht so aus, als ob ich von hier käme. Das zwar auch nicht, aber hier komme ich auf jeden Fall schon ein bisschen weiter. Okay, das war's. Schlucht sich die immer noch nicht. Ich war doch nur 600 Blöcke weit weg. Da stimmt was nicht. Ich war nur 600 Blöcke weit weg. Das weiß ich. Ich hätte mir echt den Waypoint setzen sollen. Kann ich da vielleicht noch rauszoomen? Jo, so geht das. Aber die schlucht sich trotzdem nicht. Ich glaube aber, dass es links war. Also wenn ich in die Richtung weitergehe, dass ich dann dahin komme. Mal laufen. Muss ich jetzt mal da hoch. Sehe ich jetzt was? Nee. Hier war ich aber auch noch nie. Oh nee, geh doch einfach weg. Ich will den Enderman nicht angucken, auf keinen Fall will ich den Enderman angucken. Bin ich hart am Arsch, wenn ich den angucke. Ich hab dich nicht angeguckt. Lass mich in Frieden. Ich glaube, ich muss erstmal zu dem Minenschacht zurück. Das ist erste Priorität jetzt. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Komm ich da unten durch? Ja, mit Wasser auf jeden Fall. So. Du. Ne, geh weg. Ich habe keine Lust gerade. Später vielleicht, wenn ich ein Schwert habe. Das kommt mir eh nicht hinterher. Perfekt. Dann machen wir dazu und schütten da Wasser hin. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht meinen Weg zugemacht, aber ne, habe ich nicht. Perfekt. So. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt muss ich hier mit der Hand Stone abbauen. Na gut. Also wie es aussieht, muss ich da eh nach... Also ich muss jetzt gleich links abbiegen. Ach, habe ich schon. Okay. Ne, das sind keine Dias, alles nur Gold. Da vorne muss ich dann rechts abbiegen. Die nächste rechts. Danke für das Gold. Das nehme ich doch immer wieder gerne. Nee, nicht wirklich, oder? Wie komme ich denn da hin? Beziehungsweise muss ich da überhaupt hin? Ich kann mich auch leider nicht hochgraben oder irgendwas, weil ich nicht genug Holz habe. Das ist sehr shitty. Was mache ich denn da? Es ist so eine richtige Lose-Lose-Situation momentan. Weil ich einfach nicht hochkomme. Da hinten ist auch noch ein Minenschacht, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht kann ich da ein bisschen Holz schnell holen und dann kann ich mich hochgraben. Hier war ich aber auf jeden Fall schon. Ich erinnere mich. Jo, hier war ich. Hier habe ich Dias gefunden. Da bin ich dann hoch zuerst. Jo, da oben muss ich hin. Da oben rechts seht ihr das. Also wenn ich in diese Richtung gucke, wo mein Pfeil jetzt hinguckt, der ist da unten. Dieser rote Teil in der Mitte. Da ist dann die Schlucht oben. So, wie laufe ich dann da? Da muss ich jetzt erstmal hier lang. Da einen Bogen machen. Jetzt muss ich hier geradeaus. Und dann irgendwo links. Da, wo die herkommen am besten.
mehr hochbauen hier. Chill mal dein Leben, Skelett. Jo, hier oben ist schon der Minenschacht. Sehr gut, dann bin ich jetzt gleich da. Da muss ich mir auch gar keine Spitzhacke machen. Oh Gott. Hässliches Viech. Angry Villager Zombie. Hässlichste Kreation. Jetzt muss ich nur gegen den Strom anschwimmen. Das dauert ein bisschen. Jetzt geht's. Nein, da ist noch eine Quelle. Da, glaube ich. Jo, da ist aber noch eine. Nämlich da. Jo, jetzt kommt aber keine mehr. Oh Gott, bin ich jetzt noch richtig überhaupt? War ich da nicht gerade? Da war ich gerade, glaube ich. Ich glaube, ich hole mir doch eine Spitzhacke. Das wäre, glaube ich, klug. Ich brauche eh nur zwei Holz. Nein, drei Holz brauche ich. Und zack, das nächste Holz. Da unten ist nichts mehr. Perfekt, da wollte ich nur noch kurz checken. Ist da vorne irgendwas? Nope. 2, 3, 4, 5, 6. Dann erstmal eine... Machen wir mal eine Saphir-Spitzhacke. Und dann gehen wir hier einfach nach oben. Because I don't give a fuck anymore. Oh, hallo. Rubies, wie geht's euch? Oh ne, jetzt kommt auch noch was da rein. Genius. Dann aber erstmal ein bisschen davon noch abbauen. Jetzt kann ich's ja wieder. Also ich nehme jetzt noch ein paar Sachen mit, die auf dem Weg liegen. Ein bisschen Eisen kann ich noch nehmen, sodass ich die zwei Stacks noch voll bekomme auf jeden Fall. Da ist nichts mehr. Dann haben wir aber hier noch ein bisschen Eisen. So. Haben wir Kupfer? Wow, haben wir überhaupt schon Kupfer im Inventar? Ne, da muss ich irgendwas rausschmeißen. Zäune zum Beispiel. Die können wir uns sparen. Na, komm da hoch. So, Kupfer. Und das ist noch Eisen. Aber Eisen haben wir jetzt voll, ne? Da geht nichts mehr. Geht gar nichts. Dann haben wir hier noch mehr Kupfer. Also Kupfer nehme ich jetzt auf jeden Fall auf dem Weg noch mit, weil davon haben wir erst wenig. Soweit ich das gesehen habe. Nicht mal ein Stack, wenn ich richtig liege. So. Boah, da haben wir richtig viel Tin auch noch. Wie viel Tin können wir noch stacken? Oh, ist auch schon voll, ne? Egal, das dafür schmeiße ich aber Dirt weg. Ups. So. Hä? Ah, den habe ich eh, okay. Jo. Da habe ich nur gerade ein bisschen gefailt. So, dann gehen wir mal dahin. Da haben wir nämlich noch Kupfer, das habe ich schon gesehen. Und da kommen wir auch definitiv höher. Was auch gut ist. Und haben wir noch mehr Kupfer. Da kommt eh sicher Sand von oben runter, sag ich. Deswegen baue ich mir da gleich einen Zweierweg nach oben. Ich glaube, ich bin in den Berg drin. Ich muss ein bisschen in die Richtung hier. Komme ich in den Berg raus und dann muss ich mich nach Ewigkeit nach oben graben wegen dem ganzen Sand, der da wieder runterfällt. So dürfte es eigentlich hinhauen, wenn ich hier jetzt irgendwo hochkomme. Hoffe ich doch. Jo, perfekt. Haha, win. Und wo bin ich runtergegangen? Das muss ich jetzt noch finden. Das war irgendwo hier, glaube ich. Ja, warte, da war doch dieses eine Loch. Mich kurz orientieren. Ne, ich war weiter da drüben. Da drüben bin ich irgendwo rein.
Sorry, dass es jetzt alles ein bisschen so langweilig war und alles, aber es ist halt eine Farmfolge. Und das muss hin und wieder sein, einfach. Aber sobald ich ein paar Quarry stehen habe, muss das nicht mehr sein. Dann seid ihr hoffentlich zufrieden. So. Dann bin ich hier irgendwo runter. Wo habe ich mich denn da runter? Hier. YOLO-MLG gefailt. Toll. Aber es war kein YOLO-MLG, sonst wäre ich ja gestorben. Was nicht passieren sollte. Sonst verliere ich zu viele Level. So. Dann. Erstmal den ganzen Scheiß hier raus. Alles, was nicht erzhaft ist. Erzhaft vor allem. Oder Minimumhaft. Minimumhaft, whatever. So, das kommt mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Dann die ganze Kohle kommt mit. Rubber Saplings. Knochen eigentlich auch. Das Holz kann ich noch mitnehmen. Und dann noch ein bisschen Cobble. Was krieg ich hier eigentlich raus? Ist das mit den Sticks? Ne, das ist das Jungle Wood, okay. Da ist nichts mit drin. Ja, ich glaube, sonst nehme ich hier nichts mit. Dann kann ich mich jetzt schon auf den Heimweg machen. Ich nehme aber hier am besten Cobbles ran. Und esse erstmal auch ein bisschen was. So. Ach, ich wollte ja. Muss ja sowieso da hinüber. Und dann hier hoch. Also, hier gibt es auf jeden Fall noch viel zu holen. So, hier vorne geht's dann hoch. Sehe ich schon das Tageslicht, beziehungsweise das Nachtlicht. Aber für euch hört das mal ab. Ich laufe jetzt einfach friedlich in Richtung zu Hause. Vielleicht ist ja schon was gewachsen bei mir. Ich weiß es gar nicht. Wäre ja schön. Vor allem von den Bäumen. Also die Bäume, denke ich mal, sind großteils gewachsen, weil Felix halt da ist und auch wegen den Chunkloadern und so weiter. Jetzt wird mir außerdem kalt, weil mein Ventilator an ist. Das ist der Wahnsinn. Zuerst ist mir heiß, weil ich ihn nicht dran habe. Jetzt wird mir kalt, weil ich ihn an habe. That logic einfach. Hallo Slime. Pui. Geh weg. Böses Viech. Gleich sind wir zu Hause. Wie schön das doch ist. Hallo Hundis. Ich nehme mich aber nicht mit, weil die Knochen hebe ich mir für Karotten und so weiter auf. Dann lauf mal, kleines Minecraft-Männchen. Gleich bist du da. Gleich bist du zu Hause an einem besseren Ort. Da sind schon fliegende Bäume, das heißt, wir sind in der Nähe der Stadt. Jo, und hier sind wir. Zu Tagesanbruch schaffen wir es nach Hause. Oh. Oh. Achso, der hat sich wahrscheinlich umgebracht irgendwo. Na gut, aber hier ist nicht so viel gewachsen, wie ich erhofft hatte. Aber es ist ja kein Thema, denn Bone Meal ist jetzt sehr gut in dieser Version. Da kann ich ja ein bisschen zack, 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 den hier machen. Dann kann ich mich auch gleich um ein besseres Feld kümmern. Machen wir das hier erstmal rein, sammeln wir die hier kurz ein. Das müssen wir jetzt auch nicht anpflanzen. Aber das war's mit der ersten Folge vom Megaprojekt. War ein bisschen lang, ich weiß, und ein bisschen langweilig, weil es eine Farmfolge war. Aber vielleicht ja trotzdem nicht so schlecht. Na gut, dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier mal die Aufnahme und wir sehen uns dann in der nächsten Folge am nächsten Tag. Und ja, ciao Leute.